Guten Abend, Shalom Aleichem allerseits. Ich zitiere euch eine Midrasch. Geh zu einer Ameise, du Fauler. Sehe ihre Wege und werde klug. Wer hat das gesagt? König Shlomo. Ich wiederhole noch einmal den Satz. Geh zu einer Ameise, du Fauler, guck ihre Wege und wird klug. Weil die Ameise hat keine Arbeitgeber, kein Polizist und keine Wächter, der kontrolliert, wie sie arbeitet. Sie spart am Sommer ihre Brot für ihre Winter. Wofür wollte König Shlomo lernen für ein Fauler von einer Ameise? Sagen unsere Weisen, weil die Ameise hat in die Erde, in die Boden, drei Häuser, drei Stufen. In die obere Stufe legt sie nicht ihre Essen, weil es wird nass vom Regen. In die untere legt sie nicht, soll nicht sein zu feucht von der Erde. Sie legt ihre sparsame Kerne in die Mittelstufe. Und sie lebt ihr ganzes Leben lang, ein Ameise lebt Maximum 6 Monate. Halbes Jahr. Und ihre ganze Speise für diese 6 Monate ist eine Weizen und halbe. Und sie geht die ganzen Sommer und spart Weizen und Gersten und Linsen, die reichen für 250 Jahre. Und warum macht sie das? Vielleicht wird Gott doch entschieden, mir Leben zu geben, dann soll ich haben, was zu essen. Wer ist bereit, diese Legende zu wiederholen? Genau wie habe ich erzählt, ohne Einzelheiten zu vergessen. Und jetzt wird ihr sehen, wie interessant. Wenn eine wird mutig sein, die andere werden ihn kontrollieren. Ah, so schön zu kontrollieren, wenn der andere was tut, oder? Gerade wenn man dich fragt, vergisst du die Einzelheiten. Aber ich sage euch... Aber ich will was fragen. Wo steht das auf dem Brief geschrieben? Bitte. In Midrash Rabba, Kapitel Hey, Pasuk Bet. Ich kann sie auch gerne Kopie machen. Aber ich habe das nicht gefunden auf Deutsch, deshalb habe ich das noch in Hebräisch gebracht. Und das ist die beste jüdische Antwort auf eine Frage. Frage zurück. Ich habe gefragt, wer kann das machen, habe ich eine Frage bekommen. Super, typisch. Sehr gut. Bitte schön, also wer ist bereit, diese Legende zu erzählen? Bitte schön. Also Shlomo, unser König Shlomo hat gesagt, geh zur Ameise, du Faule, guck ihre Wege und werde klug. Die Ameise hat keinen Wächter, keinen Polizist, niemand, der sie kontrolliert. Und kein Arbeitsgeber. Und kein Arbeitsgeber. Sie spart im Sommer für den Winter. Sie hat ihre Wohnung unter der Erde in 3 Stufen. Die obere macht sie ihr Essen nicht, weil es wird nass vom Regen. In der unteren wird es feucht, also macht sie in der mittleren. Sie lebt nur 6 Monate. Und braucht nur 1,5 Körn Weizen oder Gerste und spart Weizen für 250 Jahre und hofft, dass Hashem ihr dann doch ein langes Leben vielleicht schenkt. Dankeschön, sehr gut gemacht. Shkoyach. Guck mal, wie Optimismus. Guck mal, wie ein Mensch kann sich so schnell freuen. Okay, Optimismus ist keine Eigenschaft. Optimismus ist ein Weg vom Leben. Ein Optimist lässt nicht die Statistik, die Analyse, die Erfahrung ihn zu speisen.
Also wenn einer hat positive Einstellung, optimistischen, lässt er nicht Statistik, Analyse, Ängste ihn zu speisen. Also die Gedanken speisen unsere Entscheidungen. Vergiss nicht diesen Satz. Und der Optimist ist bereit immer für die beste Sache soll passieren. Und auch wenn es ist noch nie passiert so gut, trotzdem in seiner Vorstellung wird immer gut sein. Auch wenn er sieht nicht wirklich, meteorologisch gesehen, Prophezeiung gesehen, dass irgendeine Wolken kommen in diese Richtung. Eine gute Lehrerin hat uns Gott gegeben für Optimismus, Ameise. Sie spart Essen für 250 Jahre, obwohl ihre Leben sind wie viel? Halbes Jahr. Also wie nennt man das? Halbes Jahr, glaube ich, das ist Probezeit für Arbeit. Ja, ja. Sie besteht die Probezeit und Shabbat Shalom. Ja. Der Optimist soll vorbereiten sehr viele Gefäße mit starkem Glaube und einer natürlichen Hoffnung, dass alles wird passieren. Ein Optimist soll Programm und Pläne und Träume machen für mindestens 250 Jahre. Hör mal gut zu, was wir sagen. Und mindestens Kontakt mit 2500 Menschen und mindestens eine Vision zu mindestens 50 Millionen. Ich wiederhole, Plan für sich für 250 Jahre, Kontakt mit 2500 Menschen und eine Vision, eine Idee für wie viele Leute? 50 Millionen. Wenn Leben von großem Traum beginnen, so wie kleine Leben beginnen, so wie Berg mit frischer Luft, dort wo deine Gedanken leben, dort saugt deine Seele ihre Sauerstoff vor dem Alltag, weil du bist dort, wo du wohnst, in deine Gedanken. Deine Gedanken. Zitat, Baal Shem Tov. Also wenn einer war auf dem Berg, sieht er alles panoramisch, hat er Vision und darüber möchte ich heute reden. Und glauben Sie mir, wenn einer hört heute den guten Shiur, ich verspreche ihm, etwas optimistischen und positives Leben. Der Erste, der hat schon profitiert von diesem Shiur, ist ich bei Vorbereitung. Es ist unglaublich, wie viel habe ich gesehen von unseren Weisen für diese Einstellung. Möge Hashem mir die richtigen Werte euch teilen können. Ich beginne. In dem Weg, wo der Mensch gehen will, in diesem Weg wird er von oben begleitet. Also, in Hebräisch, Bederech she'adam roze leilech, molichim oto, in einem Weg, wo der Mensch gehen will, in diesem Weg führt man ihn von Himmel. Das heißt, du musst haben einen Weg. Du musst gehen und wollen auch. Wenn du hast keinen Weg und du willst nicht gehen, und du sitzt und du machst Meditation, soll der Kosmos soll dir was schenken. Ich habe für euch Überraschung heute. Der Kosmos wird gar nicht schenken. Du kannst dich meditieren von heute bis 250 Jahre. Und König Shlomo hat nicht gegeben ein Beispiel von einer Meditation. Er hat gegeben ein Beispiel von einer Ameise. Die macht zuerst Handlung und ihre Vision, was sie antreibt, die Handlungen zu tun, ist eine starke Luft von Berg, der sie motiviert in der trockenen Weltwüste, nicht zu glauben und wahrnehmen, alle Statistiken und Analysen. Diese Idee steht in Torah, in Neviim und die Ketuvim. In dem Weg, wo der Mensch gehen will, zu diesem Weg wird er begleitet. Und sagen unsere Weisen, als Moshe Rabbeinu fragt Gott, ich gehe zum jüdischen Volk und sie werden mir fragen,
Wer hat euch geschickt? Wie heißt diesen Gott, dieser Ebenstern? Sagt Gott, sie werden fragen, wie heißt er, wer ihr ist? Sagt Gott, mein Name ist Ehe, Asher Ehe. Was heißt das? Ihr werdet demselben Gott sehen, die ihr an diesen Gott glaubt. Wenn ihr seht einen Gott von einer Güte, so wie Abraham, dann euer Gott ist eine Gütige. Wenn ihr seht einen Gott wie Yitzhak, ein furchtbarer Gott, dann seht ihr einen furchtbaren Gott, dann so einen Gott habt ihr. Wenn habt ihr einen Gott in Gleichgewicht, habt ihr einen Gott in Gleichgewicht. Gott sagt, ich bin deine Schatten auf deiner rechten Hand. Das, was du zeigst, von unten nach oben, das bekommst du einen Spiegel von oben nach unten. Wenn du hier in dieser Welt fröhlich, lebendig, von Himmel gibt man dir Fröhlichkeit und Lebendigkeit. Und wenn das ist umgekehrt, du zeigst andere Gesichten, das, was du zeigst, das bekommst du. Schluss, Punkt. Jetzt. Einmal ist ein alter Chassid gekommen zu einem... Kein Problem. En baya, kol beseder, Gott. Yom Revi Abba. Gam Botosman. Tibri Agamat, kol tu. Alles Gute. Kein Problem. Ja. Ein Chassid kommt mit seiner Frau Möbel kaufen in ein großes Shoppingcenter in Russland. Und es waren in diesem Shoppingcenter drei Stationen. Unten waren so billige, in die Mitte waren so mittlere und oben war das teure. Gut, sie gehen oben, sie sehen, eine Möbel kostet sehr, sehr teuer. Und dann sieht sie ein kleines Möbel, dieselbe, und 70% Rabatt. Fragt sie, warum? Sagt man, weil es hat einen Kritz. Sie gehen unten, sie fragt, ob es gibt auch von die billige gekritzte. Sie sagen, ja, es gibt gekritzte, aber auf die gekritzte gibt es nur 10% Ermäßigung. Sagt sie, interessant, oben im dritten Stock gibt es für Kritz 70% runter, billiger. Und hier bei die billige gibt es nur 10%. Sagt er, ja, bei die billige ein kleiner Kritz macht nicht viel aus. Bei die teure jeden Kritz macht alles kaputt. Wir haben in uns drei Stockwerke von Möbel. Unsere Gedanken, unsere Sprache und unsere Handlung. Unsere Handlung ist billige Möbel. Unsere Reden ist mittler. Aber unsere Gedanken, jeden Kritz, jeden Damage, jeden kleine Gute oder nicht Gute, macht der Mensch kaputt, weil Gedanken sind die Dolmetscher von unserer Seele. Und die Frage ist, ob du willst einen guten Dolmetscher oder nicht. Und ein Beweis. Wenn du kommst jetzt zu einem Raum und jemand sagt dir in einer Sprache, die du nicht kannst, dass du bist ein finsterer Hund. Ein Hund, er gibt dir einen Fluch, aber du verstehst nicht die Sprache. Bist du beleidigt oder nicht? Nein, weil du verstehst nicht. Was passiert, wenn du kommst in ein Zimmer und ein kleines Kind, so vierjähriger Frescher, sagt dir, du finsterer Hund. Bist du beleidigt? Ja. Kleine Kind, bist du beleidigt? Nein. Viele Leute schon, glaube ich. Glaubst du nicht? Ich nicht. Von einem kleinen Kind, der mir sagt, finsterer Hund? Vierjähriger Kind soll er gesund sein. Er hat geguckt irgendeinen Film, der hat etwas gehört zu Hause. Also wenn er sagt zu jemandem, dass er ein Hund sei. Also zwei Sachen passiert. Einmal verstehst du nicht, bist du nicht beleidigt. Einmal nimmst du nicht, entmachtest du nicht der Mensch, bist du auch nicht beleidigt. Jetzt gehen wir langsam zu einer Idee. In dieser Welt, wir messen die ganze Zeit die anderen Menschen in Urteil. Gut, schlecht. Gut, schlecht und gut, schlecht zu mir. Das heißt, wir reden über die Leute, was sind die? Oder denken über die Leute, oder urteilen.
Und dann denken sie, wie ist ihre Kontakt zu uns? Und dann denken wir, wie wir sind bei den Menschen in ihren Augen. Und das spielt bei Menschen eine riesige Rolle. Wenn ihr denkt über mich gut und Wertschätzung und Liebe und Erfolg, oh, sehr gut. Aber wenn man denkt über Menschen nicht gut, dann fällt er in sich und der andere sind nicht nett und nicht lieb und er will nicht Menschen zu sehen. Er macht bei sich im Kopf ein langes Szenario, die manchmal stimmt, die manchmal stimmt nicht, aber er kritzt seine Möbel. Die ganze Zeit, er kritzt seine Möbel. Ich gehe weiter. In Torah sehen wir zwei Beispiele, wie stark ist unsere Gedanken. Wenn ein Kohen bringt ein Opfer und in seine Gedanken will er der Opfer spät essen, diese Opfer ist nicht mehr koscher. Nur in Gedanken denkt er, dass er will das zu spät essen. Geht nicht. Das ist eine negative Meinung. Ein positive, wenn einer hat Früchte in Jerusalem, in der Zeit vom Tempel, die sind Tevel, die sind nicht koscher zu essen, und er hat im Kopf eine gute Gedanke, er will Truma nehmen, er will absondern zu dem Priester. Steht in Torah geschrieben, Venechshav lachem kitrumo, in eure Gedanken könnt ihr schon absondern und diese Gedanken sind schon gezählt und die Sache ist schon angetan. Jetzt gehen wir weiter. Rambam, Maimonides, sagt, wenn ein Mensch denkt über freilache Sachen, es erweckt und aktiviert die Handlungen von seiner Seele. Wir sind nicht da, um gute Gedanken zu haben, damit wir uns gut fühlen. Steht nirgendwo geschrieben, soll man gut fühlen. Steht nur, nein, wo steht geschrieben, soll man gut fühlen? Steht geschrieben, soll man Gutes tun? Steht geschrieben, soll man Gutes machen? Aber wo steht in der Tora, soll man gut fühlen? Was wollen die Leute? Die Menschen, die wollen gut fühlen. Wie will man gut fühlen? In dem Moment, wo ich bin im Mittelpunkt und ich will alles zu mir. Was will ich in die Gedanken? Alles in die Welt zu mir bringen. Der Kosmos soll mir schenken. Sagt die Tora, du hast nicht verstanden. Es ist genau so, aber umgekehrt. Genau umgekehrt. Wenn du das drehst, diese Lampe, und du denkst durch Freude, was kann ich mehr machen? Ein Beweis. Wenn einer kommt in Gesellschaft und erzählt einen guten Witz und alle lachen, ja, was will er? Im Mittelpunkt sein. Und wenn sagen die Leute, erzähl noch einen Witz, erzählt er oder nicht? Ja. Erzählt er, weil Erfolg bringt Erfolg. Wenn einer hat gemacht Geschäften und die Geschäften laufen, will er mehr oder weniger? Will er mehr? Warum will er mehr? Weil es läuft. Handlungen, die laufen, bringt noch Läufen. Wenn etwas gut geht, geht gut. Nur die Frage ist, ob der Mensch ernährt seine Seele mit das, was geht nicht, oder mit das, was geht. Ich gebe ein Beispiel, einfaches Beispiel. Ein kleines Kind lernt Fahrrad. Am Anfang, wenn er fährt Fahrrad, hat er so zwei Stütze bei den Seiten. Die zwei Räder, Stutzräder. Irgendwann sagt die Mama Ingele, schon Zeit, die Stutzräder runterzubringen. Nun, man nimmt das. Er macht 4, 5 Schritte und fällt runter. Und weint. Aber ein normales Kind, die ich kenne, wollen immer probieren. Jetzt verstehe ich nicht, was hat er mehr? Schmerzen? Normalerweise wir Menschen, nachdem wir hatten Schmerzen in unserem Leben, wollen wir nicht mehr Risiko nehmen in eine Sache, wo wir nicht können. Was macht der Kind? Der hat kein Problem. Der geht noch einmal drauf. Warum geht er noch einmal drauf? Weil er will das lernen. Aber er ist doch gefallen, es tut weh. Aber er denkt positiv, dass er was? Er denkt positiv, dass er das schaffen kann. Aber es tut weh. Fakt, was ist passiert? Tut weh? Ja. Also etwas ist realistisch, er ist gefallen, er ist Misserfolg. Warum will er noch einmal probieren? Weil die anderen laufen. Ja. Also du sagst, der Mensch ist nur bereit, etwas noch einmal zu probieren, wenn er hat gesehen, dass die anderen haben das geschafft. Bitte? Ich habe noch eine Idee. Man möchte Misserfolg in Erfolg umwandeln. Man hat Misserfolg erlebt, man denkt, kann ich das etwa gar nicht? Doch, ich kann das und man möchte das umwandeln. Dann. Ich frage jetzt über diesen Kind.
der ist gefallen, tut das weh. Stimmt, wenn einer ist gefallen, wenn einer hat gemacht Geschäfte und gefallen und es tut ihm weh, hat er Motivation zu probieren oder will er nicht mehr? Kind steht wieder auf. Ja, macht weiter. Aber warum macht er weiter? Was ist seine Seichel? Was ist in seine Seele jetzt motiviert? Weil er es tun will. Der Gedanke. Welche Gedanke hat er? Positiver. Aber woher weiß er, soll er schaffen? Er ist doch gefallen. Er hat es doch. Er hat Glauben, er hat Hoffnung, aber wieso? Weil er es gesehen hat, dass es bei den anderen funktioniert. Aber er ist gefallen. Was? Ein Mensch, ich will euch was sagen. Niemand ist getröstet in dem Moment, wo man ihm erzählt Probleme von anderen. Also wenn einer hat Probleme in seinem Leben, Arbeit, Beziehung, Tod. Die schlimmste Sache ist, wenn einer erzählt, wie bei ihm ist dieselbe Sache. Deine ist deine, meine ist meine. Du weißt nicht, wie ist mein Schmerz. Schmerz ist sehr subjektiv, erzähl mir nicht jetzt über deine Schmerzen. Bist du bereit zu hören, meine Schmerzen? Hör zu, willst du nicht, sei gesund. Also der Kind ist jetzt gefallen. Es tut ihm weh. Was willst du sagen? Ich bin auch gefallen. Alle fallen. Was ist seine? Überleg gerne rein in seinen Kopf und sag mir bitte, warum und wieso ist er bereit und mutig, noch einmal zu probieren. Ehrgeiz. Was ist dieser Ehrgeiz? Die Antwort. Der ist mit den Gedanken nicht in die Gefühle. Der ist mit den Gedanken auf dem Berg von Baal Shem Tov. Er sieht nur vor Auge die Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Er ist nicht bereit, dass seine Gedanken übersetzen und noch einmal wieder kauen wie ein Kamel die Schmerzen nach oben. Ein Kamel ist doch nicht koscher. Warum ist ein Kamel nicht koscher? Weil ein Kamel die ganze Zeit lebt in die Vergangenheit, er nimmt alte Essen und er kaut sie wieder. Hallo, trockener Mensch, Wüste. Er ist in die Wüste, er ist in die Trockenheit. Was isst du die ganze Zeit? Die Vergangenheit. Der lebt schon in seinem Kopf, dass er fährt. Er sieht schon, dass er rennt. Er sieht die ganze Zeit, er lebt in einer Vision, die unrealistisch ist. Er lebt in einer Vision, die hat er noch nie erlebt und es hat das nichts zu tun, auch wenn er ist irgendwo, wo niemand sieht. Und er braucht niemand zeigen. In dem Moment, wo ein Mensch weiß, ich will nicht mehr denken über das, was passiert, sondern ich bin bereit, Handlungen weiter zu tun, denkt er an die Handlungen und irgendwann wird das kommen. Okay, gehe ich weiter. Einmal, diese Geschichte hat erzählt die Friedrich Rebbe in Tofrisch Pesai. Die Geschichte ist passiert, es war ein Maschpia in Tomchet Mimim, sein Name war Michael Berliner. Michael Berliner war ein Vater von ein paar Kindern. Ein Tag, Nebach, sein Kind, war sehr krank. Sehr, sehr krank. Und die Ärzte haben gesagt, dass seine Stunden sind gezählt. Und von Nevel, die in Belarusia, bis Lubavitch war ein Weg zu gehen, ein Tag oder mehr. Und er wollte gehen zum Rebbe, weil sein Kind liegt am Sterben, aber der Arzt hat gesagt, du schaffst es nicht. Bis du gehst, ist schon Ende, dein Kind ist schon in einer anderen Welt. Und da eine Chassid hat ihm gesagt, auch wenn ein Schwert ihn auf dem Hals von einem Mensch, soll er nicht aufgeben zu hoffen, dass Gott wird ihm retten. Was redest du? Du mach deinen Weg, fahr zum Rebbe. Und es war ein netter Schneider, der war bereit, mit ihm zum Rebbe zu fahren. In einem Tag waren sie beim Rebbe, gibt er ein Quittel dem Rebbe und gleich wo er gibt dem Quittel, beginnt er zu weinen wie ein Kind. Der Rebbe sagt, warum weinst du? Was hilft dem Weinen? Ich sag dir Ersatz. Tracht gut, wird sein gut. Denke gut und es wird gut sein. Michael Berliner, der Rebbe hat gesagt, tracht gut, wird sein gut. Die fahren nach Hause und sein Kind ist geworden gesund. Ah, und der Rebbe hat gesagt, tracht gut, wird sein gut. Er wird noch erleben die Bar Mitzwa von seinen Enkelkindern. Also der Rebbe hat ihm gesagt, er wird noch erleben die Bar Mitzwa von seinen Enkelkindern. Er kam nach Hause, der Kind ist gesund. Der Friedrich Rebbe erzählt diese Geschichte, Tofrisch Pesaim,
und der Sohn war damals schon 70 Jahre alt. In hunderte Briefen von meinem Rebbe, mehrere Mal, wo Leute haben geschrieben, dem Rebbe, große Schwierigkeiten am Leben, wo sie wissen nicht, wie es geht weiter, in Gesund, in Parnasse, in Lebensunterhalt, in Beziehung, kommen nicht Kinder, Kinder sind nicht gesund, man probiert ein Kind zu haben und er fällt. Sagt der Rebbe, weißt du was, tracht gut, wird sein gut. Und das will ich heute erklären, was ist das? Das ist ein Hokuspokus, man denkt gut und es passiert gut. Was ist genau diese Idee von dem Rebbe Tzemach Tzedek? Tracht gut, wird sein gut. Das will ich erklären. Und wenn ich das schaffe zu erklären, Gott soll mir helfen, soll ich das erklären. Ein Ehepaar, der sehr viel gestritten, haben entschieden, die Frieden noch einmal zu bauen. Dadurch, wo die beiden sind gegangen zu einem Graphologen. Graphologe ist ein Mensch, was kann nehmen deine Schrift und sagen auf dem Schrift, was ist deine Eigenschaft, Charakter, die gute und die schlechte. Normalerweise sowas zu tun, ist sehr gut in die Date, vor die Verlobung, vor der Hochzeit. Nachdem, wo ist man schon viele Jahre zusammen, sowas zu machen, ist verrückt. Schon zu spät. Und nachdem, wo der Graphologe hat geschrieben, die Charakterzüge über die beiden, sie haben so viel gestritten, bis haben sie sich geschieden. Warum? Weil es steht schwarz auf weiß, deine Charakter. Du bist arrogant, du bist geizig, also jeder hat schon auf dem anderen einen Stempel. Und in dem Moment, wenn du denkst über jemanden einen Stempel, so wird er. Genau nach deinem Stempel. Du erweckst durch deine Gedanken das, was du denkst über den anderen, wenn du denkst über ihn gut, dieses Gutes aktivierst du bei allem, bei dir, bei ihm, bei Gott. In die ganze Welt aktivierst du das Gutes. Und in dem Moment, wo du sagst jemandem direkt in Auge, du bist faul, er wird faul werden. Es wird dir nicht helfen. Du hast ihm gegeben einen Stempel und dieser Stempel wird funktionieren. Und wir werden sehen, dass Rambam sagt, dass in negative Sachen das, was der Mensch sieht oder denkt, sieht er seine Schwäche. Wenn du siehst ein schwacher Teil bei jemand, siehst du ihn nicht. Du siehst dich selbst wie eine Lampe. Deshalb sagt Rambam, wenn jemand sagt über den anderen, dass seine Familie ist nicht koscher, soll er wissen, seine Familie ist nicht koscher. Wenn einer sagt, dass diese Familie ist nicht in Ordnung, soll er wissen, seine Familie ist nicht in Ordnung. Das, was du siehst bei jenem, du siehst dein eigenes Spiegel. Hättest du nicht gewusst, dass die Sache ist schlimm? Hättest du nicht gewusst, dass du hast das? Wann weißt du, wenn etwas ist schlimm? Wenn du selbst sowas hast, in dem Moment, wo du weißt nicht, dass sowas ist schlimm, du siehst das nicht. Du siehst nur das Gute. Okay, gehen wir weiter. Menschen sind anders. Jeder von uns ist anders. Und man kann überhaupt nicht diskutieren. Warum kann man nicht diskutieren? Weil es gibt nicht einen Grund zu diskutieren. Diese Kuchen schmeckt oder schmeckt nicht. Wenn einer sagt, es schmeckt, Kolakavot. Wenn einer sagt, es schmeckt nicht, ich bin beleidigt. Nö. Nein, warum bin ich nicht beleidigt? Du hast ihn nicht gemacht. Nein, weil ihm schmeckt das nicht. Nicht alle schmecken dieselbe Sachen. Wann die Frau ist beleidigt? Wenn ihre Selbstbewusst ist schwach. Wenn ihre Selbstbewusst ist gut. Es ist egal, was man denkt. Im Gegenteil, sie wird sich freuen zu hören, dass jemand hat einen anderen Geschmack. Menschen mit schwachem Selbstbewusst, die sind beleidigt, wenn jemand denkt anders, als sie denken. Und gleich beginnen sie zu streiten. Und gleich sind sie arrogant. Und in dem Moment, wo ein Mensch denkt, ich denke so, du denkst anders, sei gesund. Kein Problem. Das ist nicht eine Diskussion auf der Realität. Jeden Mensch hat seinen Geschmack, seine Meinung, seine Einstellung. Und jetzt kommt, wenn man spricht allgemein, es ist schon nicht positiv. Die Züge verspäten immer. Immer verspäten sie.
Nö, wenn du mal pünktlich, wenn du mal 2 Minuten zu spät bist, sind sie weg. Ich will nicht dem Anfang nicht. Die versperrten immer. Einmal habe ich gesehen, ein Mensch, der hat genommen einen Tee, ist gefallen von seiner Hand. Sagt, ich schüttel immer den Tee von der Hand. Ich sage, immer schüttelst du? Offensichtlich. Immer, wenn er nimmt eine Tasse in die Hand, schüttelt er. Und manchmal ein Mensch vergisst, sagt er, ich glaube, ich will Skleros. Du bist Skleros? Einmal hast du vergessen, bist du Skleros? Was ist mit den Menschen los? Sie reden allgemein. Immer, alle. Und manchmal sieht man, ich habe einmal erlebt, eine Mutter mit einem Sohn. Und der Sohn erzählt, meine Mutter hat für mich nie etwas getan. Sie denkt nur über sich. Sie denkt nur über ihre Garderobe. Sie denkt nur über wo zu gehen und zu spazieren. Ich habe gehört, was die Mama sagt. Dieses Kind ist nie dankbar. Immer sauer. Ich sage der Mama, weißt du, der redet genauso wie du. Er ist immer undankbar, immer sauer, immer... Was ist mit euch immer? Gibt es Momente, wo die Momente sind uneingenommen? Das ist genau mit unseren Gedanken. Kleine Gedanken erweckt der Mensch für immer. Es ist immer so. Immer wenn ich nehme etwas in der Hand, geht das nicht. Ich suche und es passiert nicht. Wir haben probiert schon mehrere Mal. Und deshalb haben wir begonnen heute mit einer klaren Linie. Die klare Linie heißt, geh zu der Ameise, du Fauler. Guck ihren Weg und sei klug. Wir sind da in dieser Welt, um zu entwickeln und zu verwirklichen unseren Geschmack, unsere Meinung, unsere Idee. Denk nicht in diese Welt, was brauche ich, sondern wozu braucht man mich. Wenn du die ganze Zeit denkst, was brauche ich, denn was sind deine Gedanken die ganze Zeit? Wie kommt alles zu mir? In dem Moment, wo du denkst, wozu braucht man mir, da habe ich Pläne. Die Pläne sind groß. Ich will die ganze Talmud lernen in Shiurim. Nur die ganze Talmud zu lernen in Shiurim haben wir 2700 Seiten. Jede Seite braucht man ungefähr 4 Shiurim. Also wir sind schon bei 10.000 Shiurim, nur den ganzen Talmud zu lernen. Denn nach dem ganzen Tanach gibt es 929 Kapitel. Mishnah gibt es Pläne ohne Ende. Die Frage ist, ob du hast eine Mission in deinem Leben, eine Vision, und du willst sie rüberbringen oder nicht. In dem Moment, wo ein Mensch lebt, in eine Idee, wo in seinen Augen das ist seine lebensseelische Fingerabdrücke. Und es bestimmt Leute sagen, manche, was hast du davon? Ich habe nichts davon. Aber der hat mir geschafft, hat mir gegeben Talent. Und ich spüre, dass das ist genau, was ich gut machen kann. Was soll ich machen? Das kann ich gut machen. Und das, was ich gut machen kann, in dem Moment, wo ich sage ein Shiur, und immer wenn ich frage zum Schluss, wollt ihr noch etwas hören, sagt ihr ja. Warum sagt ihr ja? Weil es war interessant. Was macht das mir? Ich will weiter erzählen. Kommen unsere Weisen und sagen, mehr wie der Kalb essen will von dem Kuh, die Kuh will dem Kalb mehr geben. Jetzt. Am Schabbat darf man doch nicht melken. Ist verboten. Aber was passiert, wenn ein Kuh hat Milch? Und wenn es gibt ein Kalb und der Kalb ist in einem anderen Stall und die Kuh ist in einem anderen Stall. Steht geschrieben, man bringt nicht dem Kalb zur Mutter, man bringt die Mutter zu dem Kalb. Weil ihre Schmerzen, die sie nicht gibt, sind viel größer als seine Schmerzen, dass er nicht isst. Jetzt interessant, was will der Kalb? Nehmen oder geben? Nehmen. Was will die Kuh nehmen oder geben? Geben. Was sagt die Halacha? Was sagt die Tora? Welche Kraft ist größer? Kraft von nehmen oder Kraft von geben? Geben. Kraft von geben. Sieht ihr von dem Kalb und von der Kuh,
dass das Kraft von Geben gibt dir am Leben Freude, Optimismus, weil ich bin nicht da die ganze Zeit, um zu nehmen, ich bin nicht ein Kalb, ich bin eine Kuh. Und in dem Moment, wo die Kuh hat Milch und die Milch wurde nicht genommen, was passiert mit der Milch in die Häuten? Sie kriegen Infektion und diese Infektion macht auf dem ganzen Körper und irgendwann die Kuh wird krank sein. Heute in der Welt gibt es Menschen mit vollen Häuten. Die sind nicht bereit, dass man sie melkt. Und wenn ich sage melken, ich meine nicht jetzt nur finanziell. Ich rede auch jetzt in Liebe. Ich rede auch jetzt in Beziehung. Ich rede auch jetzt mental. Freundschaft, Gespräche, Ideen. Hast du was zu sagen? Hast du was zu erzählen? Erzähl! Erzähl, was hältst du bei dir? Es ist etwas deine überhaupt. Etwas gehört mir. Die ganze Gabe gehört Gott. Es gibt nicht Copywriting, meine Idee. Und meine Idee ist meine. Was ist deine? Du hast auch kopiert. Wir sind doch alle Biene. Wir nehmen überall Ideen von der Gesellschaft, von anderen Blumen und wir verarbeiten irgendeine Biene. Alle können die Blumen nehmen. Wer wird produzieren Honig? Eine, der guckt nicht die ganze Zeit rechts und links. Interessiert ihm nicht seine Erfahrungen. Interessiert ihm nicht jetzt Statistiken, Analyse. Die in dieser Welt haben etwas bewegt, das waren absolute Visionäre. Das waren absolute Menschen, die wollten nicht hören die Stimme von der Realität. Die Realität hat gesagt, das wird nicht funktionieren. Die Realität hat auch gezeigt, dass die Menschen sind gefallen. Aber das sind Menschen, die sehen Potenzial in Dunkelheit. Dort, wo alle sagen nein, sie sagen ja. Und was ist der Unterschied jetzt zwischen positiv denken oder nicht positiv? Wenn einer denkt nicht positiv, die ganze Zeit ist er bei Passivität. Es wird nicht gehen, es wird nicht funktionieren, das ist unmachbar, das geht nicht. In Deutschland gibt es noch ein paar moderne Wege zu sagen nein. Dieser Spruch heißt, es ist zu kurzfristig. Scheuer, wirklich. Zu kurzfristig. Also das ist in Diplomate Wege zu sagen, nein. Es ist zu kurzfristig. Ich gebe euch noch ein paar Patenten, wie sagt man nein. Es gibt Lieferschwierigkeiten. Es ist schwer zu liefern. Wir werden es nicht schaffen. Hallo, wird man alles schaffen. Die Frage ist, man will oder man will nicht. Wenn du willst, wie läuft dieser Spruch? Wo ist eine Wille? Das ist auch ein Weg. Was heißt das? Die Weg ist schon da. Die Frage ist, ob du willst. Ich erzähle euch einen jüdischen Witz, in Klammer. Vor vielen Jahren war in Polen ein Schuhverkäufer. Und seine Lager war voll mit Schuhe und niemand hat gekauft. War voll Lager. Er kommt zum Rabbi, sagt, Rabbi, ich weiß nicht, Lager voll, niemand will kaufen, was macht man jetzt? Sagt der Rabbi, ich gebe dir ein Patent. Mach ein Schild, dass am Sonntag um 17 Uhr die wollen, kriegen Schuhe kostenlos. Und da machst du frei alle Schuhe. Gut, hat er ein großes Schild gemacht. Liebe Gemeinde, die wollen, am Sonntag wird um 17 Uhr Schuhe kostenlos verteilt. Am Sonntag war eine Schlange, viele Leute. Der Mann geht raus und er sagt, meine Damen und Herren, Wort muss man halten. Ich habe geschrieben, wenn jemand will, bekommt er Schuhe kostenlos. Nur ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, wer wirklich will und wer nicht. Ich zweifle. Der gibt 20 Zlote. Ich weiß 100%, dass er will. Das ist genau die Idee. Der Mensch sagt, ich will. Was bist du bereit zu machen, weil du willst? Bist du bereit auch zu geben? Oder willst du nur nehmen? Nehmen heißt nicht, ich will. Nehmen will ist die ganze Methode, die passt nicht zu der westlichen Welt.
Sie passt zu der östlichen Welt und sie glauben, wenn der Mensch wird jetzt denken, dass die ganze Welt wird leben in Frieden, die Bomben werden nicht, die Raketen werden nicht mehr, ich unterschätze nicht total diese Gebete und diesen in sich bekehren und versuchen, die Ideen zu sich zu bringen. Aber Sie wissen, bringen Sie mir den größten Guru in der Welt. Und dort gibt eine Flasche von Wasser. Und er wird sitzen hier und er wird beten, die ganzen Kosmos soll die Flasche hierher kommen. Sie wird nicht kommen. Gar nicht wird bewegen ohne Handlung. Ohne Handlung wird keine Gedanke helfen. Die positiven Gedanken sind nicht für meine Gefühle allgemein. Sagt König Schlomo, geh zu einer Meise, Ameise, du Fauler. Ein Mensch in seiner Natur, weil er kommt von Erde-Element, beherrscht er zwei Grundelemente. Faulheit und Traurigkeit. Die zwei, die sind bei uns immer dominant. Wenn ein Mensch sagt, ich kann nicht, in die Übersetzung von Torah heißt, ich will nicht. Es gibt nicht, ich kenne nicht, weil du kennst, aber du willst nicht. Deshalb das Wort, ich kenne nicht, bedeutet die Übersetzung, ich will nicht. Dem sag Liebe, ich habe was anderes zu tun. Daher wird das nicht gehen. Nicht, weil ich kann nicht, du kannst, nur du willst nicht. In dem Moment, das Wort, ich kenne nicht, ich schaffe es nicht, ist nicht Wahrheit. Die Frage ist, ob du willst oder nicht. Die Frage ist, was ist die Übersetzung von den Wörtern, was ist die Frequenz? Die Frequenz von ich kenne nicht, heißt ich will nicht. Weil in dem Moment, wo ich seine Wille, ist ein Weg. Und ein Beweis, wenn ein Mensch will, schafft er. Und alles, was er will, bringt er durch Handlung. Ohne Handlung heißt das, ich kann nicht. Ich gebe euch ein Beispiel. Es war ein großer Rabbi im 12. Jahrhundert in Spanien. Sein Name war Rabbeinu Bachje ibn Pekuda. Und er hat gekommen zu einem Schlussgedanke, dass im Judentum wird zu viel gesprochen von Handlungen und sehr wenig von Gefühlen. Und dann hat er sich entschieden, dass er schreibt ein Buch über das Pflicht des Herzens. Hat er überlegt, soll er machen, soll er nicht machen? Ich bin der Richtige dafür. Die Leute werden das wirklich lesen oder nicht. Und da schreibt er in sein Buch, denn war ich mir selbst verdächtig, dass ich bin faul, das zu machen. Und weil ich bin faul, ich hole von meinem Kopf alle passenden Ausreden, dass ich das nicht schreibe. Aber dann habe ich entschieden, dass ich die Faulheit überquere, ich schreibe es und dann sehe ich, ob das ist gut oder nicht. Aber zuerst mache ich. Und dann hat er geschrieben, um dieses Buch, Marzipan. Unglaublich, was für ein tolles Buch hat er geschrieben, Rabbeinu Bachje ibn Pekuda, er hat das geschrieben auf Arabisch. Und er sagt, meine Sprache ist nicht so gut. Und bis der Mensch wird lernen alles, er wird nicht weiterkommen. Wann soll es beginnen mit deiner Idee, das wird drüber kommen. Du wirst immer finden, die richtige, die passend für deine Idee. Und deshalb ergibt auch ein praktisches Beispiel. Wenn ein Mensch sieht ein Buch dort und er will dieses Buch und er überlegt, ob er braucht wirklich dieses Buch oder nicht, steh auf, geh zu diesem Buch und dann überleg. Nicht von hier überlegen. Von hier überlegen bedeutet, ich bin faul, dorthin zu gehen. Ah, braucht man nicht. Der Mensch will nicht bewegen und deshalb braucht er die ganze Zeit Motivation. Motivation vom anderen ist immer schwierig von einem Arbeitgeber. Wenn du gehst zum Arbeit, weil du hast Angst vom Arbeitgeber, wenn der Arbeitgeber ist in Urlaub, alle Katzen essen die Sahne. Du bist nicht überzeugt von deinem Job. Sagt König Schlomo, lerne von der Ameise. Sie arbeitet auch ohne Polizist, ohne Wächter, ohne Arbeitgeber. Sie arbeitet, weil sie sieht ihren Beitrag in diesem Arbeit, weil sie glaubt, vielleicht will ich leben 250 Jahre. Gehen wir jetzt
zurück zur Geschichte und damit beenden wir. Tracht gut, wird sein gut. Es ist nicht jetzt, dass der Mensch, dass dieser Spruch wird ihn bringen zum Passivität. Oh, ich habe gute Gedanken, dann alles ist in Ordnung. Nein. Tracht gut bedeutet, was mache ich, damit soll es mir gut geht. Wenn die Gedanken, was du denkst, bringen dir etwas zu tun, ist ein richtiger Gedanke. Wenn die Gedanken haben dir nichts bewegt, etwas zu tun, du fühlst dich einfach so passiv gut, etwas ist nicht koscher mit den Gedanken. Warum? Weil Gedanke ist Übersetzung von zwei Sachen. Wenn ein Mensch fühlt, dann kann er sprechen. Oder er kann auch denken. Oder er kann auch schreiben. Also ein Mensch kann kommunizieren in drei Wege. Er kann denken, was er fühlt. Er kann reden, was er fühlt. Und er kann schreiben, was er fühlt. Dann beginne ich mit dem ersten Tipp. Hast du schlechte Gedanken? Denk nicht darüber und sprich nicht darüber. Schreib sie. Guck, was sind deine Gedanken? Warum habe ich negative Gedanken? Was? Schreib nicht jetzt allgemein, alles ist schlecht, mein ganzes Leben ist schlecht, überall ist schlecht, es ist mir immer schlecht gegangen. Was fehlt dir jetzt? What is the wrong now? What's the matter? Was ist matter? Eine matter. What's the matter? One matter. Also, two matter. Guck, what's the matter? Was ist jetzt die Maß? Was fehlt mir? Bin ich hungrig? Bin ich verletzt? Bin ich enttäuscht? Habe ich keine Pläne für morgen? Bin ich schlecht gelaunt? Aber rede nicht jetzt allgemein. Alle denken nur über sich. Und guck dir die Welt an, es ist so gefährlich überall. Es ist gefährlich überall? Es ist gefährlich überall? Frage ich euch. Ja, natürlich. Gib mir ein Glas Wasser, bitte. Soll ein bisschen seinen Radiator kühlen. Da. Dankeschön. Ich hab. Danke. Gib mir noch ein bisschen. Mir eine ungefähr die Stelle. Ja. Ja. Amen. Amen. Gut. Jetzt vor der Haustür kannst du überfahren werden. Im Haushalt passieren die kurzen Unfälle. Mach weiter, dann machst du meine Schür kürzer. Wenn du noch ein paar Sätze sagst, dann alle sind überzeugt. Habt ihr bemerkt, etwas ist plötzlich unbequem. Ihr seht Bilder, Gott schickt Bilder immer. Und wenn etwas euch nicht gefällt, auch wenn wir das tun, gefällt das auch nicht Gott. Man braucht es nicht. Man braucht wirklich gute und feine Gedanken haben, zu aktivieren. Und interessant, Hashem will doch, dass es uns gut geht. Und wir geben für alles die Kommentare von die Sache. Warum? Weil unsere Gefühle sind schlecht. Ich gebe ein Beispiel. Ein Mann wartet auf eine, wie sagt man, Upgrade in Arbeit. Beförderung. Beförderung. Eine andere Position. Bessere Position. Nun, seine Frau sagt ihm früh morgen, drück dir die Daumen. Alles Liebe. Und er ist die ganze Zeit mit Wille und Sorge. Endlich, er ist eingeladen zum Arbeitgeber und sagt, ja, du bist jetzt Moshe Groß, du hast die Position. Ruft er seine Frau und sie ist überhaupt nicht begeistert plötzlich. Was ist passiert? Irgendeine Kleinigkeit in ihrem Leben momentan funktioniert nicht mit ihrer Schwester oder mit ihren Kollegen. Okay, und er ist enttäuscht bis auf Ende. Er hat gewartet, dass mindestens soll eine freuen, wirklich, dass es ihm gut geht. Jetzt gibt es zwei Wege zu denken. Meine Frau interessiert nicht mehr wirklich für mich. Und ein Beweis jetzt, in so einem Moment, geht das nicht. Aber was ist die positive Sache? Weil so oft,
war er glücklich, Gedanken mit ihr zu teilen. Und ihre Bestätigung ist ihm so wichtig, dass er fällt jetzt in Loch, ist nur ein Beweis, was für eine gute Frau hat er. Wäre er jetzt nicht enttäuscht, war es keine positive Gedanke für seine Frau. Aber er hat entschieden zu sagen, meine Frau kann mir nie verstehen und nie fühlen. Was ist nie? Jetzt ist die Sache sehr wichtig. Denn sag jetzt, in diesem Gespräch war ich sehr enttäuscht, ich habe erwartet mehr Freude. Warum sprichst du meine Frau allgemein, kann nie mehr verstehen und die Kollegen sind immer neidisch? Die sind nicht immer neidisch. Es passiert einmal, dass jemand war so ein bisschen missgünstig oder wie auch immer. Gibt Kleinigkeiten. Ich habe nicht gesagt, dass die ganze Welt jetzt freie Bahn. Aber in dem Moment, wo ein Mensch nimmt die Kleinigkeiten und er macht von die kleinen Zahnstocher einen riesigen Baum, macht er einen riesigen Fehler und er wird in dieser Welt blind. Er ist nicht bereit zu sehen, wie gut geht ihm. Und warum? Weil er relativiert dem anderen. Wenn einer hat jetzt einen Unfall gehabt und er hat in dem Unfall gebrochen sein Bein und seine Hand. Ist er positiv in seinen Gedanken oder negativ? Negativ, stimmt. Insbesondere, wenn er selbstständig ist. Nicht jetzt einer, der kann liegen im Bett und der Arbeitgeber soll bezahlen weiter. Der vielleicht freut er sich. Aber sagen wir, ein Selbstständiger, der gut verdient. Ja? Hat er gute Gedanken jetzt oder schlechte? Schlechte. Was passiert, wenn mit ihm im Auto sind noch andere drei Leute ums Leben gekommen? Hat er jetzt positive Gedanken oder schlechte? Sehr schlechte. Positive. Ja. Er hat überlebt. Ja, warum sagst du mega schlechte? Ja. Die anderen sind hinüber, aber ich bin super happy, dass ich überlebt habe. Okay. Also ist er froh oder nicht froh? Ja, ich bin erstmal froh. Okay. Hat er positive Gedanken oder nicht positive Gedanken? Dann positive. Super, warum freut mich. Ich habe überlegt. Ja. Wenn es Frau und die eigene Frau und die Kinder waren. Es gibt so viele Fälle, wenn der Mann in Katastrophe gerät und das dann die Frau Kinder im Kopf. Und dann sagt er, lieber wäre ich mit denen. Das war aber, glaube ich, Moment, ich antworte dir. Die Frage ist sehr gut, weil du denkst von Gefühl. Habe ich nicht erwartet, du sollst anders denken. Ich komme heute eine andere Perspektive zu zeigen. Deshalb will ich dir eine andere Perspektive zu zeigen. Es gibt in Israel, in Palliativmedizin, so einen Fall, wie du sagst. Der heißt Yinon Zur. Und er hat verloren seine ganze Familie in Unfall. Er ist selbst in Koma im Bett. Und einmal ist zu ihm gekommen ein Rabbi, Eli Amar, ein sephardischer Rabbiner. Und er hat gesagt, der Rabbiner, ich bin froh und glücklich. Sagt der Rabbiner, kannst du mir bitte sagen, warum bist du froh und glücklich? Sagt er, ich sag dir, ich bin nicht blind. Ich liege manchmal im Bett, sagt er, und ich kann nicht eine Fliege von mir entfernen. Fliege. Ein normaler Mensch, kommt der Flieger auf die Nase, macht er so. Und manchmal kommt so eine nervösige Fliege, weißt du. So ein Rache, blutiger. Der geht dir auf dem ganzen Körper, ich weiß nicht was zu tun, ich drücke die Schwester. Oder ein Ehrenamtler, soll entfernen die Fliege. Und dann, ich kann nicht bewegen, von rechts auf links muss man mir die ganze Zeit drehen. Aber den ganzen Tag gucke ich Vorlesungen von Torah im Internet. Von morgen bis Abend. Und das ist der Sinn für mein Leben. Und das will ich noch weiter haben. Und ich fokussiere und konzentriere nur an das, was bei mir funktioniert, noch in diesem Leben. Sterben will ich nicht. Weil das habe ich noch von dieser Welt zu hören und zu bekommen. Nach dem Tod passiert nichts. Und hier sehen Sie ein Beispiel. Die Frage ist, ob der Mensch will in sein Leben noch in eine andere Welt, die funktioniert, leben oder zu bleiben in die alte Gedanke, wenn es nicht funktioniert und nicht geht, dann lohnt sich nicht. Und was machen viele Leute, die hören nicht dem heutigen Shiur?
In dem Moment, wo die Sache geht nicht, wenn etwas geht nicht am Leben, die bevorzugen nicht mehr am Leben weiterzuleben. Weiterzuleben bedeutet, neue Projekten zu denken, weil sie wurden verletzt, weil die sind gefahren vom Fahrrad. Und in dem Moment, wo einer erzählt die ganze Zeit, wie war schlimm dem Fallen vom Fahrrad, kannst du ihm nicht mehr hören. Glaub mir. Wenn ein Mensch wird dir jahrelang erzählen, wie schlimm war sein Unfall oder wie schlimm war seine Scheidung oder wie schlimm war sein Tod vom Kind oder schlimme Sachen in der Welt, ist schon passiert. Traurig. Alles verständlich. Willst du leben oder willst du nicht leben? Leben bedeutet, die Gedanken von der Seele zu übersetzen. Tod bedeutet, zu übersetzen die Gefühle in die Gedanken. Und wenn ein Mensch hat in sein Leben, die Seele ist sprüdelig die ganze Zeit. Sie hat immer noch Wille, immer in diese Welt noch ihre Finger besondere Abdrücke zu bringen. Jeden Mensch, egal wie lang, gibt er noch andere Leute. Auch wenn ein Mensch ist ein Pflegebedürftiger, die Pflege lebt von ihm. Der Arzt lebt von ihm. Das Personal lebt von ihm. Die Familie kann sich noch was haben, wenn die Älteren leben und sie kommen noch miteinander zu begegnen. Wer weiß, was passiert später. Die können noch in dieser Zeit noch versöhnen. Wer weiß, was in dieser Welt, welchen Grund gibt. Wir urteilen nach unserer subjektiven Meinung. Gott hat seinen Plan. Gott hat seine Idee. Wir müssen leben mit dieser Idee. Und die Frage ist, immer in gute Sachen denken. Und jetzt beginnen wir drei Handlungen. Wie geht man um mit schlechten Gedanken oder wie aktiviert man gute Gedanken? Ich will auch heute Aufgaben geben, nicht nur erste Aufgabe, wenn es dir passiert etwas schlecht, sofort, anstatt zu sagen drei schlechte Sachen, sag drei gute Sachen. Probier es. Ich gebe ein Beispiel. Du kommst nach Hause, Aufzug ist kaputt. Was sagen die normalen Muster? Immer diesen Aufzug. Die sind so geizig, die Gemeinde. Die können nicht den Aufzug kaputt reparieren. Das ist ein Aufzugschrott von den 70er Jahren. Diese Firma ist schwach. Wer hat gegeben diesen Aufzug? Tuff. Und ich habe keine Lust, jetzt mit alle Päckerlach zu laufen, 5 Stockwerke. Uff, uff, uff. Und niemand von den Nachbarn hat eingemeldet bei dem Hausmeister, der Aufzug ist kaputt. Und die Kinder von den Nachbarn, weil sie die ganze Zeit hin und her sparen, deshalb der Aufzug ist kaputt. Und sie stinkt auch nach Zigaretten und nach Schweiß. Katastrophe, diese ganze Gebäude. Normale Reaktion, ihr kennt diese Reaktion. Das können wir. Und es gibt noch dazu noch ein paar Segen, die man nicht vom Mund raus sagen kann. Gibt eine andere Methode. Aufzug kaputt. Drei gute Sachen. Lieber Gott, danke, dass ich bin heute überhaupt nach Hause gekommen, bis jetzt. Danke, dass ich habe eine Wohnung. Danke, dass in der Wohnung jemand wartet auf mich. Was zu geben, zu essen, zu trinken. Danke, dass ich bin gesund und ich kann die 5 Stockwerke zu Fuß laufen. Hast du darüber gedacht? Hast du überhaupt darüber die positiven Punkte aktiviert, dass sie überhaupt existieren? Weißt du, wie viel Gutes haben wir am Leben, wo diese Gutes schläft? Warum? Weil es gibt 2 Wege zu sippen. Einen Weg zu sippen ist die Welt und soll Schmutz bleiben. Dann bleibt das viel Schmutz oben. Oder die Welt zu sippen soll bleiben oben brillant und gold. Was kommt schnell bei dem Sieb? Schmutz oder Brillanten und Gold? Schmutz. Schmutz, kein Problem. Nimm jeden Sieb, mach so, tschick, tschick, tschick. Hast du Schmutz ohne Ende. Jeden Mensch hat schon mal schon einen schmutzigen Kopf mit einem Berg von Müll und von Stuhlgang in die Wörter von Rabbi Nachman von Breslau. Er sagt, dass wir haben im Herzen von Gefühlen einen Berg von Müll, von so Stuhlgang. Und wenn einer kommt und beginnt uns zu kritisieren, er nimmt einen Stock und beginnt in diesen Berg zu rühren. Und was kommt hoch? Duft. Und habt ihr schon eure eigene Müll gerochen? Aber so,
manchmal ist verloren ein Papier. Und du gehst zu große Mühl und du musst suchen diese Papier, stimmt? Ist bequem oder unbequem? Unbequem. Von wem kommt diesen ganzen Müll? Von mir. Bei mir ist so viel Müll verbergen. Kein Problem ist, die Müll immer zu entdecken. Aber wie viel Gutes gibt es für uns? Versuch zu denken, was für ein Berg von guten Sachen passiert. Deshalb gibt es eine Pflicht, am Tag mindestens 100 Brachot, mindestens 100 positive, gute Sachen am Tag sagen. Gott sei Dank, ich sehe, Gott sei Dank, ich höre. Gott sei Dank, ich gehe, Gott sei Dank, bin ich aufgestanden. Gott sei Dank, gibt es Boden, Gott sei Dank, habe ich Schuhe. Gott sei Dank, habe ich Socken, Gott sei Dank, habe ich Augen. Gott sei Dank, habe ich Zähne, Gott sei Dank, gibt es noch Pasta in die Zahnpasta. Gott sei Dank, meine Frau ist klug, in die Mundspülen noch Wasser gelegen, damit soll sein mehr Mundspül, weißt du, kann man so. Also immer, immer zu bedanken. Also erste Idee bei schlechten Sachen, immer drei gute finden. Zweitens, 100 Mal am Tag gute Sachen zu sagen. Und anstatt 100 nicht gute. Wenn ein Mensch sagt 100 gute Sachen am Tag, er wird irgendwann, er wird positiver sein. Und positive Menschen ziehen Kraft, dass ihre Gedanken soll passieren. Heute habe ich nicht geschafft, vor dem Schiur Wasser zu kaufen. Chani hat gesagt, ich kümmere mich, ich rufe jemand. Gut, ich komme vor dem Schiur, unsere Freundin hat gebracht Wasser. Und habe ich gesagt, ah, Chani hat dich angerufen. Sagt sie, nein. Woher hast du gewusst, man braucht Wasser? Sie hat gedacht, was kann ich geben? Also es ist heiß, man braucht Wasser, es ist gekommen. Wie ist das Gefühl jetzt vom Geben? Hat sie einmal gegeben, will sie zweites Mal Wasser geben. Ein Mensch hat, schön Wasser zu geben, ich will auch Wasser geben. Die Idee ist immer, ein Mensch hat in sich sehr viel Gutes. Man muss das nur aktivieren und er wird die ganze Welt in eine andere Brille leben. Jetzt, ich sage euch einen schweren Satz und dem letzten Idee. Es ist besser eine falsche Freude und falsche gute Gedanken als eine wahre, traurige und schlechte. Ich wiederhole. Es ist besser eine falsche positive, eine falsche fröhliche, als eine wahre, traurige oder negative. Was machen die Menschen? Sie sagen, warum soll ich denken, jetzt eine falsche positive Gedanke? Ich habe doch wahre, realistische, negative Gedanken. Das ist gut. Das ist guter Stoff. Bitte schön. Genieße. Leb damit. Wenn das ist Leben, leb mit deinen realistischen Gedanken und wird man schreiben, groß auf dein Grab, du hattest Recht. Schluss. Was willst du Recht haben? Was willst du machen mit diesem Recht in dieser Welt? Was hast du gelebt? Hast du genossen? Hattest du ein schönes Leben gehabt? Versuch, falsche. Es ist besser ein falscher Frieden als wahrer Krieg. Es ist besser falsche Liebe als wahrer Hass. Es ist besser falsche Millionär als wahrer Arm. Es ist alles besser Gutes als Schlechtes. Und es liegt in unserem Kopf. Und die dritte Handlung. Wenn kommt eine schlechte Gedanke, lässt sie nicht rein. In Deutschland, die Menschen sind Spätz zu ignorieren. Spätz. Ich habe noch nie gesehen ein Land, wo Menschen gehen nicht dran am Telefon, wenn sie nicht wollen. Und sogar zu Hause, die Menschen klingeln am Zimmer. Die können drinnen sein, sie hören eine Viertelstunde. Ich habe keinen Bock. Die sind nicht da. Spätz. Also du gehst nicht dran am Telefon, kannst du das gut machen, stimmt? Obwohl du siehst, die ganze Zeit ruft man an. Ignorierst du. Man klopft schon bei dir im Zimmer, kannst du ignorieren. Der Rebbe von Zhytomyr hat gesagt, die Gedanken klopfen, lässt sie nicht rein. Also für irgendetwas ist diese Methode gut. Für unsere anderen Gedanken. Wenn sie klopfen, lass sie nicht rein. Guck von die... Wie heißt das? Spione. Guck von den Spionen, wer will reinkriechen und sagen,
Nein, Dankeschön. Geh nicht rein bei mir negative Gedanken. Und die ganze Zeit, wenn ein Mensch sitzt am PC, kommen Werbungen. Möchten wir, ne? Ja, nein. Was klicken wir? Nein. Nein. Wenn andere will mir etwas geben oder verkaufen, weiß ich ganz schön zu klicken, nein. Und glauben Sie mir, das, was wird der andere wird mir verkaufen, wird sein erster Stock von Ikea. Das, was ich mir selbst sagt ja, das ist meine Gedanken, das ist mein teuersten Möbel, wo eine Kritz macht mir 70% Ermäßigung von meiner Qualität. Stell mal vor, der Mensch macht so viel Kraft, um zu ablenken, negative Menschen, negative Werbung, negative andere. Er ist Profi von Ignorieren. Alle Werbung-Leute wollen brechen diesen Mauer schon. Die schaffen es nicht. Was passiert mit dem Mensch? Er macht sich selbst Werbung. Er macht selbst Drama. Er macht selbst Depression. Er macht selbst Ängste. Er bringt sich solche Bilder, wo keine Bilder von außen wurden so schlimm, wie die Bilder, die er sich selbst vorstellt. Von wo kommt das? Weil sein Kopf ist nicht voll mit anderen Gedanken und anderen Aktivitäten. Jeden Grube, die leer ist ohne Wasser, kommen Schlangen und Skorpionen. In jedem Gebäude in Stadt, wo es gibt, keinen Plan zu bauen, was passiert in diesem Gebäude, wer dreht sich dort? Nein, welche Menschen? Obdachlose wäre schon gut. Drogensüchtig. Das ist schon noch edel. Also verschiedene Typen, die suchen diesen Haus. Genauso ist bei uns. Wenn unsere Grube ist leer, ohne Wasser, ohne Lernen, ohne Pläne, ohne diesen Haus wird nicht renoviert und restauriert, wird alles sein. Wird kommen Schlangen und Skorpionen, alle Banditen und Drogensüchtige werden kommen zu unserem Haus. Bau deine Pläne. Mach dich schöne Pläne lang. Für 250 Jahre, schäm dich nicht. Guck, wie viele Länder willst du noch sehen, wie viele Sprachen willst du noch lernen, wie viel Torah willst du noch hören, wie viele Geschäfte willst du noch machen, mach dir die Pläne, wie viele Menschen willst du noch kontaktieren. 2500 Menschen brauchst du in deine Kontaktliste haben. Kennst du so viele Menschen in dieser Welt überhaupt? Wenn du bist nicht so weit gekommen, etwas fehlt dir. Wo sind deine weltlichen Visionen? Was sind deine großen Bilder? Ich erzähle euch vielleicht ein Bild von mir. Ich habe jetzt begonnen, ein Buch zu schreiben, mit Gottes Hilfe. Dieses Buch heißt, wohin führt diese Reise? Also wohin führt diese Reise in diese Welt? Mein Traum ist, diesen Buch zu drucken in 250.000 Exemplaren und kostenlos in Flughafen zu verteilen. Alle Leute, die fliegen über 7 Stunden, sollen sie etwas sowas Sinnvolles, damit sollen sie wissen, wohin führt diese Reise, wohin fahre ich, was suche ich, was fehlt mir in mein Leben. Und das ist die Idee, das ist die Vision. Glauben Sie mir, alles wird kommen. Die Sponsoren werden kommen, die Verteiler werden kommen. Wer ist bereit, im Flughafen zu verteilen, umsonst mein Buch? Hände hoch. Schon haben wir 40 Leute. Seht ihr? Dankeschön. Vielen Dank. Also, Dankeschön. Also, sieht, man will schon geben. In dem Moment, wo ein Mensch sagt, schon geben, sagt er, oh, bin ich dabei. Ich will, ich sehe schon Leben. Dieses Leben muss uns die ganze Zeit beleben. Und glauben Sie mir, ich teile euch keine unrealistische Ideen. Ich arbeite auch an mir. Die ganze Zeit. Jeden Morgen, die ich aufstehe, ich beginne mir positiv zu aktivieren. Es ist nicht selbstverständlich. Ihr hättet von mir nichts gelernt, wenn ich war viel anders als Sie. Ich bin genau so ein Mensch mit Neigung nach Faulheit, mit Neigung nach Traurigkeit, mit Neigung
an nichts zu machen. Und was mache ich? Ich mache mir Pläne, Verpflichtungen, Ideen und ich muss mir die ganze Zeit aufheben, positiv. Und das lässt dir am Leben, das lässt dir die ganze Zeit noch weiter leben. Leicht ist das nicht. Leicht ist immer passiv zu bleiben und immer in dem alten Muster von nichts Erfolg zu bekommen. Und Gott hilft. Siehst du Erfolg? Ich kam nach Deutschland, ich konnte nicht Deutsch, bis heute kann ich nicht. Ich bemühe mich, ich versuche, ich strenge mich ein. Ich habe gelernt zum Beispiel, dass man sagt nicht, es gibt's. Ich sage schon, es gibt. Ja, mein Sohn war vorher in der Schule, sagt, Papa, darf ich eine Korrektur, die du oft Fehler machst? Ich sage, bitteschön, sag doch. Du sagst zu oft, es gibt's. Und in Deutsch sagt man entweder gibt's oder es gibt. Also ihr werdet merken, in den letzten 2 Stunden sage ich immer, es gibt. Also da, und ich freue mich, weil ich sehe eine Aktivierung. Wir haben begonnen, die erinnern noch, 3 Leute, 4 Leute. Baruch Hashem, noch ein Platz. Manche kommen, manche gehen, nichts gehört mir, ich halte niemand fest. Willst du gehen, geht weiter. Mein Erfolg. Habe ich Licht gegeben? Habe ich Wasser gegeben? Hast du getrunken? Hast du gewachsen? Geh weiter. Leute wollen behalten, Kunden, Schüler, Freunde. Einer ist gegangen, sei froh. Dann ist er weiter. Er braucht dich nicht. Er ist schon gewachsen, Gott sei Dank. Das ist mein Beitrag. Was habe ich gegeben, ohne zu erwarten? Wenn du beginnst zu erwarten, ich mache das, weil ich will bekommen, das wird sein schon schwierig. Meine Aufgabe ist geben. Und wenn ihr gibt, weiter. Das ist die ganze Idee. Unsere Aufgabe, alles was wir lernen, einfach auch mit anderen Leuten reden. Wenn man sieht, nicht positive Leute, versuchen sie ein bisschen zu dämmen. Hallo, nicht alles ist schlecht und nicht alles ist gefährlich. Und nicht, es gibt nicht diesen Wort alle Deutschen und alle Juden. Und alle Zigeuner und alle Männer und alle Frauen und alle Beamte. Alle? Wissen Sie, wie viele Gute gibt es? Wissen Sie, wie viele gute Menschen habe ich getroffen? In alles, was habt ihr gesagt? Ich habe getroffen gute Deutschen. Ich habe getroffen auch gute Juden. Ich habe getroffen auch gute Zigeuner. Ich habe auch getroffen gute Frauen. Habe ich auch getroffen, gute Männer. Was habe ich noch gute? Und auch gute Beamte. Habe ich getroffen, ja. Yeah. Menschen, die kommen wirklich gegenüber. Einmal war eine Beamterin, wo es war ein Pass von einem Kind, der konnte nicht hinkommen. Habe ich genommen den Pass, habe mir gesagt, es geht nicht, dass er ist nicht dabei, aber ich mache Ausnahme. Ich habe mich so bedankt, wirklich. Danke. Die haben auch ihre Arbeit. Und sie haben die ganze Zeit auch Menschen, die nörgelig und misstrauen an sie. Und diese Gedanke, dass du signalisiert zu dem anderen, diese Gedanke signalisiert er zurück. Und ich sage euch, du willst wissen, was der andere fühlt über dich, das, was du über ihn fühlst. Ich weiß nicht, ob er die identische Sache denke, weil jeder denkt anders. Aber fühlen ist immer ein Spiegel. Wenn du über jemanden positiven Gefühle hast, hat er auch für dich. Du willst wissen, was ich denke über dich? Frag mich nicht. Denk nur in dein Herzen, was fühlst du von mich? Genau das. Die Menschen sind manchmal nicht mutig, so offen zu reden, wie schön sind die Gefühle. Aber du willst wissen, denk nur über dich. Und in dem Moment, wenn deine Gefühle mit jemandem stimmen, liegt das nicht an ihm, liegt das an dir. Willst du ändern dem anderen, ändere deine Einstellung auf ihn. In dem Moment, wo du hast negative Einstellung über deinen Chef, er wird sein ein negativer Chef. Er wird das genau signalisieren, was du gibst. In dem Moment, wenn du transformieren deine schlechten Gedanken und beginnen positiv über ihn zu eindenken, dieser Weg, und er spürt das, glauben Sie mir, jeden Mensch spürt, jeden Mensch, den du ihm begegnest, in die erste Clique, gleich ist ein Signal von einem Sensor, wie man spürt. Ja, bitte. Ich habe eine wichtige Frage. Tu das. Sie haben hier gesagt, Gefühle sind immer da. Mhm.
immer ein Spiegel und gleich sind sie umgeschaltet auf Gedanken. Man muss Einstellung ändern und wo ist die Verbindung, wo ich meine Einstellung ändere, wann kommt es zum Gefühl? Habe ich nicht ganz verstanden, noch einmal. Also wenn ich zu jemandem negative Gefühl habe. Beginn mit positiv, schon die Frage beginnt nicht gut. Okay, ich beginne mit positiv, aber dann habe ich keine Frage. Ja, weil das Ziel ist ja zum Positiven zu kommen. Willst du Frage ich oder Ziel zu kommen? An Ziel zu kommen. An Ziel zu kommen ist positiv. Hast du schon selbst die Antwort gesagt? Genau, aber die Frage war... Vielleicht, dann will ich dir helfen. Ich mache dir leichter das Leben. Alles am Leben, was man erreichen kann, mit Schlechtes oder mit Gutes wird doppelt funktionieren. Langfristig, schön und stabil. Alles, was hat man jemand gezwungen, gezähmt, erzogen, trainiert, befohlen, es ist nicht mit Guten. Und ein Beweis, wenn ein Mensch tut etwas freiwillig, was hat man ihm nicht dafür? Niemand hat euch gefragt, am Mittwochabend zu kommen hier um 20 Uhr und zu sitzen und zu schwitzen. Und habt gesehen, eine waren zu heiß, ist gegangen. Die andere, am Anfang haben sie gemacht, gut, war ein bisschen Hitze, aber mit der Zeit, die Gedanken haben sich geändert und sie denken schon gut und sie haben sich selbst freiwillig entschieden, die ganze Idee zu hören und dafür schätze ich euch sehr. Wieso? Weil ich glaube, es ist freiwillige Sache, der Mensch nimmt von seiner Zeit in eine Welt, die kann heute so viel anbieten. Und wenn ihr kommt hierher, ihr seid nicht nur am Nehmen, ihr seid auch am Geben. Was heißt am Geben? Jeder eine, der sitzt hier, strahlt etwas zu den gemeinsamen Gefühlen, zu der Synchronisierung. Jeder eine hier hat Gefühle. Und wenn ein Gedanke ist nicht in Einstimmung mit dem, was wird gemacht, es vibriert bei mir. Ich spüre es. Ihr braucht nicht zu fragen. Es kommt bei mir schon rüber. Wieso? Weil jeder Mensch hier hat viel gelesen, hat viel gereist, hat viele Erfahrungen und jeden Mensch weiß in sich tief in die Seele, stimmt, was er sagt. Stimmt, aber es ist schwer umzusetzen, Schlomo. Die Realität ist ein bisschen anders als deine schönen Wörter. Dann will ich euch sagen, ich weiß es auch. Aber das, was wir wissen, bringt uns nicht weiter. Und die Frage ist, ob wir wollen Frage haben oder ins Ziel zu kommen, ans Ziel zu kommen. Antwort lautet, an dem Weg, wo der Mensch gehen will, dort führt man ihn hin. Und in dem Moment, wo er kommt, nicht hin, eine von beides, oder das ist nicht sein Ziel, oder er will nicht. Und es gibt Sachen, wo der Mensch will und er wird nicht bekommen. Gott sagt auch sehr oft nein. Wo steht geschrieben, dass alles, was man will, bekommt? Ich weiß nicht, in welchen Bildern habt ihr das gelernt. In meiner Tora steht geschrieben, dass meistens, was man will, bekommt man nicht. Muss man sich anstrengen, um das zu bekommen, das, was uns zusteht. Wenn ein Mensch will, jetzt ein Präsident von Amerika, er wird schaffen. Auch mit dem größten Wille der Welt. Wenn jemand von euch will jetzt fliegen in den Himmel. Fliegen, er wird schaffen. Er wird dann machen die beste Meditation. Er wird nicht fliegen. Man kann nicht fliegen. Wenn einer will fliegen in den Himmel, was muss er machen? Rakete nehmen. Gut, aber er kann nicht, man kann nicht alles. Er kann kaufen ein Ticket und fliegen. Verstanden? Ich danke euch.